recht herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen. Und worum wird es heute gehen? Heute geht es ja darum, was demnächst so ansteht, was ich so geplant habe, was ich gemacht habe und welche ein oder zwei kleinen Veränderungen es so gibt. Und wenn dich das interessiert, dann bist du hier genau richtig. Ja, das, was man wohl am allerersten hier sieht, ist, es gab Zuwachs. Und zwar darf ich vorstellen, das hier ist Quentin. Quentin ist jetzt 3 Monate alt und macht so die ersten Erfahrungen mit mir hier im Wald. Er ist dann noch so ein bisschen, ja, er muss das alles noch kennenlernen. Wir machen so die ersten kleineren Touren, weil mit Welpen kann man ja nur relativ kurz gehen. Das heißt, wir sind auch nicht ganz so weit vom Parkplatz jetzt weg. Wir nutzen sozusagen hier das Gebiet, was schön wellig ist. Da hinten ist so ein alter Steinbruch und ja, das nutzen wir so ein bisschen, um die Bewegung im Wald zu üben. Ja, auch für ihn, weil, wie gesagt, so Welpen, die können halt noch nicht 2-3 Stunden laufen. Oder sollten es zumindest nicht, ne, weil sie noch so stark im Wachstum sind. Und dementsprechend müssen wir uns da langsam rantasten. Aber ich muss ihn ja fit bekommen für den Sommer, weil da soll es wieder hoch nach Schweden gehen. Und da kommt er natürlich mit. Ne. Aber wie gesagt, das werden wir dann sehen. Ja, also, das ist Quentin. Er ist Bernhardiner-Welpen, für die, die es noch nicht sofort gesehen haben. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, der muss noch ein bisschen wachsen. Da ist noch sehr viel Fell und sehr wenig Hund. Ne? Da kommt noch einiges rein. Ja, das ist also das eine. Das heißt, ich werde also in der nächsten Zeit also auch mit dem Hund jetzt keine riesigen Wandertouren machen oder so, sondern es werden eher so kleinere Ausflüge sein, ihn so langsam aber sicher daran gewöhnen. Und dementsprechend ja, wird das ein wenig darauf Einfluss haben, was oder wie das so ein bisschen gestaltet wird in der nächsten Zeit. Jetzt müssen wir schauen, was mein Wasser hier so macht. Ja, das hatte ich ja gerade hier aufgesetzt und hier da. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Dann können wir uns gleich einen schönen Tee machen. Und wie man sieht, es ist bestes Aprilwetter. So, gerade war noch Sonnenschein. Jetzt schneit es wieder. Gerade hat es kurzfristig gehagelt. Ja. Schauen wir mal, wie es ist. Wenn es ganz nass wird, dann trollen wir uns wieder. Aber so können wir jetzt erstmal hier eine kleine Pause machen. Und ja, die werde ich nutzen, um jetzt erstmal gemütlichen Tee zu trinken. Und ja, dann werde ich so ein bisschen als nächstes darüber erzählen, was passiert ist in den letzten Monaten. Und dann, was nehmen wir? Kräuter. Heute nehmen wir Kräutertee. Ja, und dann kann ich berichten, was daraus resultiert, also was dann kommt in der Zukunft, weil der ein oder andere mag vielleicht mitmachen. Ja, dann kann ich schon mal ein bisschen erzählen, was ist denn so passiert? Und zwar bin ich wieder oben in Schweden gewesen. Der eine oder andere hat schon das erste Video, was zu diesem Zeitpunkt draußen ist, sicherlich schon gesehen. Und da war ich ganz oben in der Nähe vom Polarkreis unterwegs und habe ein paar Schneeschuhwanderungen gemacht mit Übernachtungen. Und bei diesen Übernachtungen war ich nicht alleine. Ich habe den Pete mitgehabt, den Survival Pete. Mittlerweile nennt er sich jetzt anders, rennt nicht mehr als Survival Pete durch die Welt, sondern als, ich glaube, Pete Outdoor, irgendwie so. Auf jeden Fall, Pete hat mich da begleitet, weil der hatte auch was in der Gegend zu tun und dementsprechend haben wir uns die Fahrt auch, sagen wir mal, zusammen organisiert und sind da zusammen hochgefahren. Er hat da seine Sachen erledigt und dann haben wir die Chance genutzt und sind sozusagen zusammen dann losgezogen. Er hat mich dann diese Woche, die ich da oben war, begleitet. Und da haben wir dann verschiedene Touren gemacht. Wir sind mit den Schneeschuhen raus. Wir haben draußen übernachtet. Wir haben verschiedene Sachen nochmal verifiziert, die ich da prüfen wollte. Also, was ich, Schneehöhle bauen und ein paar Locations suchen da oben in der Gegend. Weil
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Part, den ihr dann gerne mitmachen könnt. Und zwar, ich werde nächstes Jahr im Februar wieder, auch wieder hoch nach Schweden fahren. Das wird Mitte, Ende Februar sein. Irgendwas nach dem 18. Februar und dann von Samstag bis Sonntag, also Samstag die ganze Woche bis Sonntag. Und da werde ich anbieten, dass ich mein Wissen teile zum Thema Expeditionsvorbereitung in Winterumfeld, in Winterumgebung. Da werden wir einiges machen. Ich werde das auch noch auf der Homepage so ein bisschen zusammenschreiben, damit man mehr weiß, worum es da geht und ein Gefühl hat für den Inhalt als auch für die Sachen, die man da erleben kann. Und wer da mitmachen möchte, also wer Interesse hat, sowas mal bei minus 25 bis minus, weiß nicht, 40 Grad, je nachdem, wie es da ist, dann mal mitzumachen, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Ich habe insgesamt 10 Plätze frei. Ein paar sind schon vakant, das heißt, sind nicht mehr ganz 10 Plätze frei. Aber, wie gesagt, es sind noch Plätze frei und dementsprechend kann man da gerne mitmachen. Also ich bin kein Veranstalter, ich bin Organisator. Also ich bin da jetzt kein All-Inklusiv-Touristikunternehmen. Das ist nicht mein Ziel und das werde ich auch nicht werden. Aber ich bin halt Organisator von dem Ganzen und werde sozusagen das alles so weit vorbereiten, dass man möglichst wenig Vorbereitung dann noch hat, um dann da mitzumachen. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt dieses Jahr immer wieder mich beschäftigen in der Vorbereitung. Da kann man sich vorstellen, da muss einiges geklärt werden. Ich habe da schon ein Basislager, die Gegend habe ich jetzt schon zweimal erkundet, sodass ich weiß, wo da was ist. Ich habe ein Rahmenprogramm erstellt, damit wir also wissen, was wir jeden Tag so tun können und das auf keinen Fall langweilig wird. Ja, da bin ich noch ein bisschen beschäftigt. Aber wie gesagt, da werden jetzt in den nächsten 2-3 Monaten mehr konkretere Details kommen, sodass man dann immer besser weiß, worauf man sich einlässt. Allerdings geht jetzt sozusagen die Bewerbungsphase los, wer mitkommen möchte und sich dann auch dazu committet, das zu tun. Ja, weil man kann sich vorstellen, man muss dann natürlich Anreise, Abreise und den ganzen Kram dann auch organisieren und das Datum festzerren, die genauen Datumswerte. Ich habe sie jetzt nicht ganz genau im Kopf. Also es verschiebt sich ja jedes Jahr immer so ein bisschen durch die Samstag-Sonntag-Rotation. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich schon unten in die Kommentare oder in die Beschreibung wahrscheinlich schon reinsetzen. Aber ansonsten kommt das jetzt die Tage. Ja, das ist also ein ganz großes Projekt, was ich gerade vorbereite, sodass man mal so richtig arktische polare Luft schnuppern kann und da auch so ein bisschen an seine Grenzen gehen. Keine Sorge, ist kein Abklatsch von wir machen jetzt den Arctic Warrior oder den Seven Worlds Wild Arctic irgendwas. Es ist anders, definitiv. Und dementsprechend, das würde mich freuen, wenn wir da die 10 Leute noch zusammenbekommen, damit wir in Summe dann auf 11 bzw. 12 sind. Oder zusammenkommen. Ja, das ist das eine. Das ist das ganz große Projekt für dieses Jahr. Ich werde noch ein zweites Projekt starten. Das ist dann eher im Spätsommer diesen Jahres. Ja, das ist fein. Das ist fein. Ja, was werden wir noch machen? Wir werden auf jeden Fall noch eine Sommertour machen. Also ich werde mehrmals, ist geplant, jetzt mehrmals in Schweden zu sein diesen Sommer. Und einmal mit meinem Sohnemann wieder zusammen. Das heißt, wir werden wieder für eine Woche im Wald, dort im schwedischen Wald verschwinden. Da wird es wahrscheinlich auch ein Video drüber geben. Nicht über alle Details, aber es wird sicherlich eine nette Zusammenfassung geben. Und dann auch die Möglichkeit, dort Informationen zu platzieren, wie man denn sowas mit Kindern auch organisiert. Ja, also diese Kindertour. Ich werde da wahrscheinlich mich ein wenig beschäftigen und dann auch aufschreiben. Der eine oder andere hat schon gesehen, ich habe hier jetzt unter outdoorskills.blog angefangen, Artikel zu schreiben, über die ich zum Teil auch Videos gedreht habe. Da sind dann teils detailliertere Informationen drin,
als ich das auf der Tonspur machen kann, weil man dann zum Beispiel Berechnungen nochmal nachlesen kann oder filigrane Details eben mehrfach lesen kann, was man so im Video nur schwer rüberbringen kann. Und da werde ich mich mit dem Thema beschäftigen, wie organisiere ich eigentlich solche Outdoor-Wochen in Schweden oder wo auch immer das dann hingeht, mit Kindern, sagen wir mal so ab dem Alter 8 oder 9 Jahre bis, ich kann ja jetzt nur bis 14 Jahre sagen, weil mein Sohnemann jetzt 14 wird. Aber das ist nochmal ein Schwerpunkt, dass man da nochmal die Besonderheiten eben bei solchen Touren nochmal beleuchtet. Für alle die sicherlich interessant, die auch Kinder in dem Alter haben und das machen möchten, sodass sie da vielleicht auch von Erfahrungen profitieren können oder wir uns dann auch austauschen können, sag mal, wie man was denn da noch verbessern kann. Das ist das eine. Dann werde ich selber nochmal alleine hochfahren. Das wird wahrscheinlich im September sein. Ende September meistens ist eine gute Zeit, weil dann sind die Pilze da, die Blaubeeren und was nicht alles ohne Ende da sprießt. So, dass wir dann da nochmal ich möchte nicht Survival sagen. Survival hört sich immer so abgedroschen an, ne? Weil jeder, der irgendwie mit dem Messer durch den Wald rennt, macht mittlerweile Survival. Und versucht dann 24 Stunden zu überleben im deutschen Wald. Ja, das ist kein Survival, das ist mit der Ausflug. Ja, meine Meinung. Aber da will ich dann nochmal eine Woche mit sehr spartanischen Materialien rausgehen und dort noch einiges ausprobieren, machen. Wenn ihr da Ideen habt, was ihr sehen wollt, ja, dann kann ich das in der Liste aufnehmen und mal schauen, was ich davon übernehmen kann oder mit reinnehmen kann, um bestimmte Sachen zu zeigen, die euch vielleicht dann interessieren, wenn es denn in das gesamte Konzept passt, was ich machen möchte. Also ich werde jetzt keine Wunschliste aufmachen und mich dann völlig verbiegen, nur um Klicks zu bekommen. Das mache ich nicht. Dafür ist die Zeit da oben einfach zu wertvoll. Aber wie gesagt, alles, was ich einbringen kann, nehme ich gerne mit rein. Anregungen. Ne? Und das mache ich. Ich weiß noch nicht, ob ich das alleine mache. Eventuell nehme ich dann auch ein paar Leute mit. Kommt so ein bisschen drauf an, wie sich das ergibt. Da muss aber dann das Mindset stimmen und auch die Zielvorstellung, wie man sich da so in dem Gelände bewegt oder was man da machen möchte. Ich werde sehr klein halten. Wahrscheinlich sehr, sehr klein. Weil, sagen wir so, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich mal so eine Art Outdoor-Gruppe versucht habe mit zu gründen und wir da dann auch etwas unternehmen wollten und. Und das war ein gutes Jahr Vorbereitung mit Trainingstreffen und. Und das Ergebnis war sehr überschaubar. Ja, es war wirklich sehr überschaubar. Wir hatten wirklich mit allem Blödsinn da zu tun, mit dem man sich das Leben schwer machen kann, mit politischem Quatsch, der da abgelaufen ist und ich möchte der Oberführer sein, der Seitenführer, Linksführer, Obenführer, was nicht alles, ey. So ein Quatsch. Dann hatten wir da einen, so einen Kandidaten dabei, der war pures Gift für die Gruppe, das war ich, der ist später dazugekommen und dieser Knabe war, der war wirklich einfach nur anstrengend. Anstrengend und pures Gift für diese Gruppe und hat echt auch sehr viel kaputt gemacht dadurch. Ja. Das war sehr schade. Hat mir aber gezeigt, dass meine private Zeit für solche Sachen nicht mehr so zur Verfügung steht. Also ich werde mit ausgewählten einzelnen Personen sicherlich Touren unternehmen oder etwas machen. Aber ich werde da nicht mehr irgendwie versuchen, eine große Gruppe irgendwie da durchzubekommen. Da habe ich keine Lust mehr zu, ehrlich gesagt. Das hat es mir so ein bisschen vermiest, weil die Zeit ja doch sehr knapp ist. Und das habe ich ja letztes Jahr sehr, sehr lernen dürfen, dass Zeit knapp ist. Und dementsprechend werde ich da noch, sagen wir mal, maßvoller mit umgehen. Ja, formulieren wir es so. Also, diese Touren sind, also einmal diese Wintertour, die mache ich wirklich auf, bis 10 Leute. Ein paar Plätze sind noch frei. Ja, also ein paar Plätze. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Kandidaten, die schon zugesagt haben. Dementsprechend habe ich noch so um die 7, 8 Plätze frei, je nachdem, ob die da alle bleiben und das mitmachen. Dann gibt es einmal diese Tour für Kinder, da werdet ihr auf meinem Kanal einiges mitbekommen, wie man sowas plant, durchführt und dann eben auch die Tour da oben. Eventuell werde ich mit meiner kleinen Tochter auch nochmal sowas Ähnliches machen dieses Jahr, die ist jetzt 7,
da kann man so ganz langsam dann schon anfangen, solche Touren zu machen. Allerdings, Mädchen und Jungen sind dann doch ein bisschen unterschiedlich. Ja, und dementsprechend muss ich mal schauen, wie sich das so gestaltet. Dann, wie gesagt, die Erwachsenentour, die ich da im späten September machen werde. Und wir werden natürlich ganz viel hier mit Quentin machen. Ne? Er wird jetzt nicht auf jedem Video dabei sein, aber er ist mehr oder weniger, ja, dadurch, dass ich beruflich einiges geändert habe, habe ich jetzt noch mehr Zeit und habe dann lang gehegten Traum seit meiner Kindheit wahr werden lassen, dann doch mal wieder einen Hund zu haben. Das letzte Mal hatte ich Hunde, mehrere Hunde. Da war ich so, ja, Teenager auf dem Land. Und seitdem hat es sich halt nie ergeben, weil ich halt viel gereist bin. Ich war sehr viel international unterwegs, eigentlich mehrmals im Monat sogar. Und da kann man halt keinen Hund haben. Aber das hat sich jetzt geändert. Und dementsprechend freue ich mich schon darauf, den kleinen Mops hier dann mal mitzunehmen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, der muss dieses Jahr noch ein bisschen ruhig machen. Ab nächsten Jahr können wir dann die großen Touren machen. Ob ich ihn jetzt nächsten Februar schon im Winter mitnehmen kann, das weiß ich nicht. Ich glaube, da ist er noch ein Tucken dann zu klein zu, weil er dann so gerade eben ein Jahr ist. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Aber so die anderen Touren. Also dann auch alles, was irgendwie mit Hund und Wald zu tun hat. Zumal ich dann nochmal gucken muss, ob es da im Jagdgesetz oder Kommunalwaldgesetz oder was auch immer in den jeweiligen Bundesländern noch irgendwelche Wüstenbestimmungen gibt, von denen ich noch nichts weiß, damit man dann sich auf die Gespräche mit anderen Menschen hier im Wald dann ein wenig vorbereiten kann. Es gibt ja immer so ganz nette Kollegen, die alles ganz toll besser wissen und auch immer eine ganz feste Meinung haben und wenn wir eine ganz tolle Meinung haben, wie man was auslegen muss. Und da muss ich mich noch ein bisschen belesen, damit ich da ein bisschen sattelfester bin. So, damit wir dann auch ordentlich hier uns durch den Wald bewegen können. Wenn wir mal einen Tee probieren. Ja, der ist noch nichts für dich, du. Nee. Kurz gleich noch Wasser, ne? Ja, er ist immer total aufmerksam, wenn ich irgendwas trinke. Also er scheint irgendwie total gut zu finden, wenn ich Kaffee trinke. Tee ist auch irgendwie sehr interessant, aber das werden wir jetzt mal nicht probieren. Lassen wir mal, ne? So. Ja, die ganze Vorbereitung, wie man im Wald mit dem Hund unterwegs ist, das ist schon nochmal was anderes. So als Mensch weiß man ja, ja, man isst und trinkt und braucht dies und braucht jenes und so. Aber mit dem Hund sieht das dann nochmal anders aus und das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, wie organisiert man das denn und was braucht man denn da und was nimmt man mit und vor allen Dingen, was macht der Hund dann auch mit? Gerade wenn es das schlechteres Wetter ist, ne, legt er sich dann einfach dazu. Wie macht man das mit, ja, also die ganze Organisation. Da bin ich natürlich jetzt in dem Umfeld noch ein bisschen am Anfang, weil als Kind mit den Hunden war es überhaupt kein Problem. Ich damals im Westerwald groß geworden eine Zeit lang. Und da konnte man mit den Hunden einfach in den Wald. Und wenn du mit denen abends im Wald bist, so bist du halt abends mit denen im Wald, die sind noch rumgelaufen, gut ist. Der Förster kannte den Hund, oder die Hunde besser gesagt, der Jäger kannte die Hunde. Der eine von mir, der ist manchmal hinter Rehen hergelaufen oder so, da hat der Jäger auch irgendwie ein, zwei Mal wirklich dann in die Luft geschossen, weil er gesagt hat, so jetzt ist es mir ein bisschen viel. Aber ansonsten war das alles gar kein Problem, ja. Er ist einfach um mich herum gelaufen, man musste den nicht anleihen und nix und konnte dann wirklich schön auch einfach mit dem Schlafsack als Kind sich in den Wald legen und pennen. Und hatte den Hund dabei und alles war gut. Das geht ja jetzt alles nicht mehr so. So, jetzt ja alles hat sich ja geändert. Formulieren wir es mal so. Und dementsprechend muss man jetzt das alles ein bisschen neu planen und mal schauen, wie sich das dann gestaltet. Und ich bin auch mal gespannt, wenn ich ihn da abends an der Leine mache, damit er eben, ne, offiziell angeleint ist, und inwieweit er sich dann fesseln wird. Oder inwieweit ich da, muss ich mal gucken, also wer Ideen hat, weiß ich nicht, ob ich da so ein langes Seil spanne, wie so eine Art Laufleine oder so. Muss ich mal schauen, also wer da Erfahrung hat, gerne mit Kommentaren zu mir, würde mich freuen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das... ein blöder Spruch. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Tee heiß ist, ne? Oder noch heiß ist. Wenn man sich mal überlegt, was man manchmal für einen Quatsch erzählt. Nein, ich werde jetzt fühlen, ob der Tee
entsprechend trinkbar ist. Ne? Doch, geht so langsam. Ist ja auch relativ kalt wieder geworden. Und wie man sieht, das mit dem Schneiden hat aufgehört, ist alles wieder getaut. Alles schön nass. April. Jetzt zumindest ein richtiges Aprilwetter. Ja, also diese Themen, die werden dann natürlich auch dran kommen. Das werde ich sicherlich thematisieren, weil es mich interessiert. Und ja, dann noch eine große Sache, und zwar, es wird auf jeden Fall immer so eine Mischung sein zwischen Blogposts und Videos, weil ich in den Videos teilweise Sachen gar nicht so rüberbringen kann im Detail, filigran. Das hatte ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt, als ich das eben schriftlich machen kann. Und dementsprechend werde ich jetzt immer mehr auch diese Kombination dann machen, sodass man A, ein Nachschlagewerk hat, B, dann das auch alles ein bisschen besser organisieren kann, als das mit diesen, ja, mit diesen Playlisten ist. Ne? Ist ja nett, dass ich eine Playliste habe zu einem Thema, aber ja, die kann ich vielleicht noch lexikografisch sortieren oder die kann ich temporal sortieren. Aber dann war es das. Also ich habe ja nicht wirklich eine Navigation dazwischen. Und ich glaube, diesen Navigationsaufsatz oder das Wiederfinden von diesen Fachvideos im bestimmten Kontext, das werde ich dann eher über diesen Blog machen oder diese Webseite. Ah ja, übrigens, wenn jemand da Ahnung hat, wie man WordPress ein wenig hübscher macht. Ich komme zwar aus der Softwareentwicklung, ich bin im Java-Umfeld unterwegs, aber von WordPress und schön machen, habe ich echt wenig Ahnung. Also wenn da jemand Bock hat, mir ein bisschen unter die Arme zu greifen, wäre ich sehr glücklich drüber. Weil da, sagen wir es mal so, man muss auch wissen, was man nicht kann. Und da bin ich nicht sonderlich gut drin. Aber wer meinen Blog anschaut, wird sehen, dass dem so ist. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt weder Zeit noch Geld, da jetzt sagen wir mal, irrsinnige Ressourcen reinzustecken. Und schon gar nicht das Geld. Also ich nehme ja mit YouTube nicht wirklich Geld ein. Das sind, glaube ich, 3,50 Euro. Offiziellen Zahlen darf man ja nicht nennen, aber ihr könnt sicher sein, ich habe das alles noch nicht mal auszahlen lassen, damit ich beim Finanzamt nicht wegen 10,95 Euro da noch irgendwelche Deklarationen habe. Allerdings habe ich gemerkt, wenn ich nicht selber monetarisiere, dann monetarisiert YouTube selber. Und zwar noch wesentlich aggressiver und wesentlich willkürlicher. Und da hatte ich nicht wirklich Lust zu. Ich dachte erst, ich demonetarisiere das, aber dann kommt trotzdem Werbung. Dann kommt auch wesentlich mehr Werbung in der Mitte. Ist mir auch, also ich habe es wirklich mal eine Zeit lang laufen lassen und es war also doch blöder. Dann habe ich mir gesagt, ja okay, dann kann ich halt die 10 Euro haben. Ja. Ja, so richtig toll ist das Ganze nicht. Ich habe mir mal angeguckt hier, da gibt es noch Watch Better und so. Das ist sozusagen Alternative zu YouTube, aber ich meine, damit erreicht man niemanden. Und es wird jetzt auch keiner für so einen kleinen Kanal auf eine andere Plattform gehen. Das ist ja auch utopisch zu glauben. Dementsprechend ist das jetzt so ein bisschen, ja, Huhn- oder Ei-Problem. Dementsprechend YouTube, ne? Ja, also wie gesagt, wer da noch ein bisschen zu WordPress mal sagen kann oder mir helfen kann und vor allen Dingen da auch Lust hat, der ist recht herzlich eingeladen. Ja, was kommt sonst noch? Die Themen habe ich, glaube ich, jetzt alle durch. Ich habe das diesmal auch nicht wirklich geskriptet, sondern relativ frei erzählt, weil ich auch glaube, dass das eben nicht so in Stein gemeißelt ist. Und ja, ist auch ein bisschen, ja, fluid. Alles, ne? Also es ist so ein bisschen polymorph, das Ganze. Es ist noch nicht die harte Richtung. Das sind, sagen wir mal jetzt, die Stränge, an denen ich ziehe. Jetzt muss ich schauen, an welchen Strängen macht es mehr Spaß zu ziehen. Welche Themen bereiten mehr Freude? Das heißt also beim Drehen als auch bei der Resonanz des Publikums. Also von dir, wenn du da schaust, gefällt dir das mehr oder weniger. Die Mischung wird es dann sein. Ne? Genau. Ja, damit habe ich eigentlich alle Bereiche so abgegriffen.
In die Richtung wird es jetzt ungefähr laufen. Und ich freue mich, dass es endlich Frühling ist. Und ich hoffe, dass dieses Matschewetter irgendwie langsam aufhört. Mal so toll ist das jetzt auch nicht. Jetzt kann man so langsam endlich wieder in die Laubfelder gehen. Weil vom Harz ist ja nicht viel übrig geblieben. Das sieht ja echt wüster aus. Deswegen bin ich froh, dass die Laubblätter, also die Laubbäume jetzt so langsam wieder grün werden, dass man eben auch in die anderen Wälder wieder gehen kann, damit das dann alles wieder ein wenig abwechslungsreicher wird. Gut, ich werde jetzt hier meinen Tee erstmal zu Ende trinken. Dann würde ich den kleinen Mann hier mal wecken. Und dann werden wir uns hier noch ein bisschen durchs Gelände bewegen. Weil er muss ja jetzt so ein bisschen üben. Zum Beispiel irgendwo mal einen Hang hochklettern und so. Das ist so cool. Ne? Der hat ja nur viel zu große Pfoten im Vergleich zum Rest seines Körpers. Das ist ja noch total unproportional alles. Und er ist noch so schlaksig. Aber jetzt kann ich so ganz langsam hier, wie gesagt, durch diese Hügel und so weiter durchschieben. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen machen. Gut, also dann danke erstmal fürs Zuschauen. Es freut mich sehr, wenn du Kommentare da lässt oder sagen wir mal, mir hilfst, die richtige Richtung zu finden, was auch das Interesse dann trifft. Und ich werde den Tee austrinken, damit Quentin noch ein bisschen mehr durchstromern. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleib gesund. Ja, bis bald.